Fire Emblem Heroes. Ja, meine lieben Bros und Cousins, willkommen zurück zu den letzten Part. Habe ich euch voll getäuscht, ne? das letzte Video war letztes Mal, aber nein, wir machen nochmal. Wir machen euch weiter, also jedenfalls solange der Voting Gauntlet oder das Voting Gauntlet oder wie auch immer man das bezeichnet, solange das noch läuft, mache ich noch ein paar Videos, ne? Und danach mal gucken, dann reicht das aber echt wirklich. So, weil wir wollen ja wissen, wer gewinnt, ne? Ich hoffe, dass Takumi sich gut geschlagen hat. Ich habe bisher noch nicht reingeschaut. Deswegen mal gucken. So, ich meine, wenn nicht, dann halt meinetwegen gehen wir halt für Grima. Mir ist das egal, ehrlich gesagt. Keins von beiden sollte gewinnen, eigentlich. Also sowohl Celica als auch Grima sollten nicht gewinnen. Deswegen hoffe ich, dass Selgius es geschafft hat. So wie Takumi. Das werden wir gleich sehen, schon mit Special Quest. Ja, gut. So. Oh Mann, deren Ernst. Das letzte Mal, voll dumm. Egal. Okay, fünf Flaggen, alles klar. Okay, sehr gut. So, was hast du zu sagen? Gibt's hier nicht. So voll fies. So, jetzt habe ich mein Handy ein bisschen bewegt. Das ist ein bisschen blöd, aber ich denke, ach, ist doch egal, wen interessiert schon. So, Efraim, was hast du? Ja, natürlich. Also, das war's, ne? Sonst nichts, okay. Du bist mir einer. So. Okay, her damit, danke schön. So, alter Schwede. So, okay, gut zu wissen. Dann her damit. Ah, Special Maps, gibt es irgendwas Neues? Ah, ne. Oh, guck mal. Voll geil. Grand Hero Battle mit Arvis. Nicht schlecht. Ja, dann gebe ich hier halt Events. Ich hoffe, dass Takumi es geschafft hat. Wenn nicht, dann. Dann wäre es mega scheiße. Aber mal gucken. Let's go. So, komm schon! Okay, wir haben Federn bekommen, das ist immer gut. Ja, war cool. Ist klar, willst du mich verarschen? Schon wieder verloren? Du willst mich echt verarschen. Was soll das denn? Bin ich immer auf dem Verliererteam oder wie? Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich hoffe, Selgius hat es geschafft wenigstens. Dann komme ich da nämlich rüber. So, Final Round. So. Sehr toll. Okay. Was? Rüma hat gewonnen? Das darf doch nicht wahr sein. Okay, jetzt heißt es natürlich... Die beiden Götter gegeneinander, Duma oder Screamer, was geht? Holy shit, oh man, ich will eigentlich, dass keiner von den beiden gewinnt. Was soll denn die Scheiße? Jetzt muss ich mich entscheiden, deren Ernst, für eine der... Oh meine Fresse, ja okay, also beide sind scheiße, nur so zur Info. Ich denke mal, Evil Celica ist mega bescheuert in meinen Augen. Also nicht, dass es existiert, das ist voll cool und so, das ist alles, kann ich nachvollziehen und so, aber das ist so eine schlechte Repräsentation des Games. Das ist voll dumm und Grima erst recht, aber naja, kann man nichts machen. Ja, ich denke mal, ach komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach zu Grima. Einfach nur, ja, genau. Weil halt, einmal, wir haben halt Grima an sich, ne, als Unit. Vielleicht könnte das dann als Bonus dann halt sein, weiß, was ziemlich cool ist. Und ansonsten... Ja, also ich glaube, wir nehmen Grima halt. Ja, Support, meine Güte. So, wie weit sind wir? Sind wir eigentlich gut? Oh, guck mal, wir sind stärker. Yeah, voll geil, okay. So, oh shit, voll cool. Warte mal, ich ende mal kurz, meine Teams, wo habe ich denn, hatte ich nicht hier irgendwo, war hier nicht Grima, warte mal, da ist er. So, dann setze ich dann kurz mit Takumi, das ist ja echt nicht zu fassen. Takumi hat verloren, ich kann es nicht fassen, das muss ich mit Grima zusammen, weil ich denke mir, okay, welcher Gott ist besser, Grima oder Duma, beide sind scheiße, aber wenn ich mir vorstelle, das Intelligent System, ja, ab und zu mal reinschaut, ne, wer halt so der Gewinner ist, dann denke ich mir, jo, wie geil wäre das denn, wenn Grima gewinnen würde, weißt du? Und und vielleicht irgendwie Fire Emblem Awakening Remake machen, keine Ahnung. Irgendwie Grima nochmal irgendwo wieder einbauen als Final Boss, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. So, dann, ich würde sagen, let's go, ne? Ja. So, Alter, ich kann das nicht fassen, ey. Also mir... Okay. Oh, guck mal, Selgius, warum hast du verloren, Kollege, Alter?
Ich hätte gehofft, dass du es noch schaffst. Egal, was soll das? Ey, ich kann es nicht fassen, dass genau die Bösen gewonnen haben. Was ist denn hier los? Egal, kann man nichts machen. Level 40, was ziemlich cool ist. Die haben alle keine Chance dann. Also, ja gut, dann... Du machst die beiden fertig, Selgius, ne? Und ich gehe dann zusammen mit Fium halt, machen wir die fertig. Warte, welches Level sind die? Ja. Level 10, holy shit. Aber ich bin Level 8, ich soll das eigentlich aushalten. Also gut. Jetzt hört euch das an, so voll krass. Tschüss. Ja, voll krass. Okay. Ja, dann... Ja, so Fium halt. Du kommst einfach mit und du, Selgius, du gehst einfach. So. Okay. Sieht ihr das an, wie Selgius angreift? Und, ja, Pulver. Zack, alter Schiene. Okay. So. Ja, okay. Ja, gut. Weißt du was? Soll halt Anna ruhig angreifen, dann könnt ihr halt den Special auch von Selgius sehen. Den will ich auch gerne sehen. Ich habe nämlich nicht den Charakter, voll krass. Ja. Okay, yes. Kannst du... Yeah, voll geil. Und jetzt seht euch das an. Spoiler zu Awakening übrigens, voll fies, aber kann man nichts machen. Voll cool. Let's go. So. Zack. So, tschüss. Alter, volle Zerstörung, ey. Keine Chance. So, alles klar. Fertig, wir haben gewonnen. Das war einfach. So. Und jetzt eigentlich los. No escape. Ah, okay. So ähnlich wie Black Knight, weißt du, also kein Riesenunterschied, war cool, trotzdem. Yeah, so, ich kann es nicht fassen, dass ich für Grima jetzt bin. Vielleicht ist das euer Ernst? Das ist ja nicht zu fassen. Aber immerhin zwei Orbs, das ist ziemlich cool, dankeschön. Ich fasse es einfach nicht, Alter, wie viele Flaggen es gibt. Oh, okay, einfach mal 3 Sterne Minerva bekommen. Das Minerva, cherché, voll cool. Ey, noch eins, voll geil. Haben wir jetzt 3 Orbs? Alter, was geht? So, ja, du warst Level 4? Ja, warum nicht? Also, ja gut, wir können natürlich ruhig ziehen. Ich habe kein Problem damit, gerne. So, yeah, 2 Grümers. Ich kann es nicht fassen, dass er für ihn winnt. Das ist unfassbar. Ich hoffe, dass wenigstens Grümer dann gewinnt. Weil ist ja so... Ich stelle mir das jetzt einfach vor, okay, welches Spiel ist mehr populär? Fire Emblem Awakening oder Fire Emblem Echoes? Shadow of Valentia, werden wir mal gucken. Ich hoffe natürlich, Awakening schafft es. Wenn nicht, ich meine damit Grima, also Robin. Ich fasse es nicht, dass es dazu gekommen ist, aber ihr seht es ja selber. Ich kann es nicht fassen. So, ich hole mir erstmal meine Preise und dann beende ich auch das Video. Ich hatte nämlich nicht viel vor. Oh, ich will nicht diese 3 Sterne Minerva haben. Die wird sowieso dann... Ist jetzt auch egal. So, her damit. Kann ich die dann mit Federn halt, kann ich die nach Hause schicken, dann kriege ich wieder Federn. Ziemlich praktisch so. Gibt's noch was? Alter Schwede, noch 4 Mal, Leute. Hat man nicht gesehen, wie viele Stunden noch übrig sind? Oh, okay. Brightseeder, Shader, meine ich. Ja, voll cool. Jo, danke, Gwen, voll cool. Alter Schwede, ja. Jo, ich wünschte, ich hätte dich auch, aber nein. Voll fies. Egal, So, wir können ja mal kurz Arena-Duels, ne, machen. Ich glaube, das ist das Letzte, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Von daher, oh, okay. Ach ja, stimmt ja, das war ja letzter Tag oder so. Okay, voll krass. Jö, danke für die... Alter, noch weitere 3 Orbs. Alter, ich werde voll reich. Nein, alter Schwede. So, oh, guck mal. Season Bonus Heroes, okay. Eine Runde können wir machen, ne, und dann beende ich das Video. So. Grümer gegen Grümer, warum nicht? Let's go. Ja, voll geil. So, ist es vollkommen egal, ob wir jetzt auf Intermediate, also halt auf normal oder schwer, ist ja egal. So, immer, warte mal, welches Level seid ihr? Level 1, 1, 1, 3, alles klar, du hast schon mal gewonnen. Ja, ich glaube, ich werde mit Grima zusammen in diese Richtung gehen. Ja, Summercoin, du kannst ja hierchen gehen. Habt ihr schon gesehen, wie Summercoin angreift? Voll witzig, eigentlich. Ja, okay. Wir lassen das mal so, okay. So, du gehst dahin. Who dies first? Ich hoffe, es geht, also. Yes? Okay. So. Ah, nee, nicht dort. Nicht das kaputt machen. So. Next Olivia, step. Du gehst nochmal dahin. Ja. So, yes. Das Kirchen. So, hallo, so. What next? Du gehst einfach dahin. So. Ja. Aha, aha. Au, shit.
So, das ist doch nicht dein Ernst. Reinster Bullshit. Egal, was soll ich. Yeah. Ich bin so schlecht. Es tut mir leid, mein Lieben, du aus dem Museums, aber es ist spät am Abend. Ich bin voll müde. Ich wollte eigentlich nur kurz checken, wie halt Takumi sich geschlagen hat, was ja voll der Fail war. Und ich dachte mir, okay, wenn ich schon dabei bin, kann ich ja kurz noch Arena machen. Und kommt sowas, das ist echt unglaublich. Oh mein Gott. So, ja, toll. Kannst du... Okay. Wie sieht's aus? Sehr gut. Let's go. Ja, zack, zack. Aber es ist doch positiv. Immerhin seht ihr, habt ihr gesehen, wie Corwin... Oh mein Gott, ey. Mann, ich wollte euch zeigen, wie Corwin angreift. Und so eine Scheiße. Ist jetzt auch egal. So, es ist, wie es ist. Ja, Ei gegen Ei, das geht. Ja, zack. Alter, okay, und jetzt seht euch das einfach krass. Dachtest du, zack. Tschüss, Mann. Voller Zerstörung. So. Jetzt Grümer gegen Grümer, das will ich echt sehen. Holy shit, okay. Alter, was? Okay, ja, ich würde vorschlagen, du bleibst einfach mal dort, ne? Wo du bist. Ja, du bleibst einfach mal dort. So, sollst du einmal angegriffen werden? So. Okay. Was geht hier? So, sehr gut. Okay. Sorry, dass ich nicht so viel kommentiere, aber ich habe es ja gesagt. Ich bin voll müde. Und holy shit, ich will das jetzt noch kurz zu Ende bringen. So, Grima, zerstör mich selber offenbar. I shall end you first. Alter, zack, so, voll krass. Jö. Yeah. Hey, Level Up, ist doch immerhin was. Jö. Yeah. Voll cool. Nice, nice, okay. Defense, sehr gut. Sehr nützlich, dankeschön. So. Holy shit. Alter, shit. Okay. Gut, hätten wir das auch. Jö, yeah, dankeschön. Aha, 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 sehr gut. Okay, aha, ja, gut. So. Okay. Alter, so, du bist sowieso Level, ja, Level. Wärst du Level 40 dann? Oh my boy, aber so ganz normal. Ja, und das macht ihr halt 7 Mal ungefähr, ne? Und dann kriegt ihr voll die Bonus-Points und dann kannst du halt schauen. Oh, ich bin hier, fall hier runter, wenn ich genug mache. Ne, ich bin momentan Tier 16, ne? Voll mega krass. Ich kann natürlich aufsteigen, aber holy shit, wie oft du Arena machen musst. Ich mach das eigentlich so nebenbei, just for fun, weißt du? Sowas ist es halt. Ja, okay. Gibt es noch Arena Assault, was voll brutal ist in meinen Augen, aber naja. So, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, das war's auch. Ah, wie gab es auch sonst nichts mehr? So. Also gut, mein lieben Boas und Musins auch. Nino, was hast du was zu sagen? Jo, that's right. Ja, von wem? Egal. Du bist mir ein. Okay. Sicher Summoning Session. Wir haben ja jetzt keine neuen Banner, also dachte ich, bring's auch nichts. Wir können natürlich einmal für Celica machen, aber. Ich habe gehört, dass irgendwie in Zukunft noch ein neuer Banner kommt und so. Hey. Weißt du, übrigens einfach nur ganz kurzes Review, welche Units ich jetzt noch vermisse, jetzt hier im Fire Emblem. Weil, weißt du, wir haben ja jetzt eigentlich hier alle, weißt du, sind ja alle alle wurden repräsentiert, weißt du, alle Helden, alle Main Heroes und so von deren Games, war cool. Außer von einem einzigen Game und das ist Thracia 776, wenn ich die irgendwo Wayne halt, wo bist du da? So, siehst du, genau, er kam ja aus Thracia 776, oh, voll der komische Name, egal, für ein Game, wenn du mich fragst. Ja, und in dem Spiel gab es ja noch den Main-Protagonisten Leif, ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall. Leif, der war halt der Hauptprotagonist, weißt du. Und Alter, ich würde es voll feiern, wenn er eines Tages mal hier in Heroes kommt, weil der ist der einzige Lord, der fehlt, weißt du. Alle anderen Lords haben es geschafft. Ich kann es nicht fassen, dass er immer noch nicht drin ist, seit über einem Jahr. Ja, speaking of... Ja, egal. Was geht, Alter, so. Dankeschön, so. Dann, meine lieben Boss und Musins, vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt.
Morgen kann sein, dass ich nochmal ein Video mache, kann aber auch nicht sein, um halt zu gucken, wer gewonnen hat. Ich hoffe, wir haben es geschafft mit Grima. Ne? You're a Fire Emblem Awakening, let's go. Jo. Und ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn wir verlieren, mir ist das vollkommen egal. Beide sind scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wie gesagt, muss nichts heißen. Aber es wäre cool, wenn Grima gewinnen würde, weißt du, weil ich glaube, der letzte männliche Gewinner war halt tatsächlich Ike. Alter Schwede. Wäre cool, wenn halt Grima wieder gewinnen würde. Also was heißt er wieder zum ersten Mal, meine ich. Sorry, ja. Und das wäre halt ziemlich cool. So, auf jeden Fall, meine lieben Bros, und vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe nichts mehr zu sagen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, stay awesome. Und das war euer Real Link. Ciao!